So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Unternehmenssteuerrecht. Wir haben uns in der letzten Stunde noch einmal mit der Einkünfteermittlung beschäftigt. Auf der einen Seite, das ist der Regelfall bei den Gewinneinkunftsarten, die bilanzielle Gewinnermittlung mittels Betriebsvermögensvergleichs und dann als alternative Form der Gewinnermittlung die ermittelt mittels Einnahmenüberschussrechnung. Ein entsprechendes Wahlrecht steht denjenigen Steuerpflichtigen zu, die zwar Gewinneinkünfte erzielen, die aber nicht nach gesetzlichen Vorschriften buchführungspflichtig sind und auch nicht freiwillig Bücher führen. Die können also die alternative Gewinnermittlungsmethode der Einnahmenüberschussrechnung wählen. Und das führt dann dazu, dass der Gewinn dann der Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ist. Das heißt, wir haben eine sehr starke Annäherung an die Überschusseinkunftsarten und auch an bestimmte Prinzipien, die an sich für die Überschusseinkunftsarten gelten. Etwa das Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt dann. Da haben wir dementsprechend eine zeitlich versetzte Erfassung von Aufwendungen, Erträgen, von negativen und positiven Ergebnissen der unternehmerischen Tätigkeit. Ich hatte das am Beispiel einer Forderung deutlich gemacht. Wenn ein Kaufmann, ein Gewerbetreibender, seinem Kunden Waren geliefert hat im Jahr 2022 für einen Kaufpreis von 10.000 Euro, dann hat er im Jahr 2022 mit der Lieferung der Ware sich die Forderung sozusagen wirtschaftlich verdient. Und damit muss er die Forderung schon für 2022 in seine Bilanz aufnehmen. Das heißt, wir haben da mehr an Aktiva und dementsprechend potenziell auch einen höheren Gewinn. Ja, also diese Forderung wird dann schon bei ihrer Entstehung 2022 berücksichtigt für steuerliche Zwecke, ohne Rücksicht darauf, wann der Kunde zahlt. Der Kunde zahlt dann erst 2023, aber beim Kaufmann wäre diese Forderung schon im Jahr 2022 zu aktivieren in der Bilanz. Wenn wir dagegen einen Rechtsanwalt haben, der sich für die Einnahmenüberschussrechnung entschieden hat, der für den Mandanten anwaltliche Dienstleistungen 2022 für ein Honorar von 5.000 Euro erbracht hat, wenn der Mandant aber 2022 noch nicht gezahlt hat, dann wäre dieser Umstand im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung noch nicht zu berücksichtigen, sondern erst im Zeitpunkt des Zuflusses. Wenn der Mandant also 2023 das Honorar zahlt, dann wäre der Zufluss gegeben, dann würde die Berücksichtigung erfolgen, aber eben noch nicht 2022. Das heißt also im Vergleich zum Gewerbetreibenden ist das eine zeitlich versetzte Erfassung. Aber in beiden Fällen wird sowohl ein solcher Ertrag als auch dann gegebenenfalls ein Aufwand erfasst, nur eben zeitlich versetzt. Das ist auch so geboten. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Ja, daraus folgt der Grundsatz der Gesamtgewinngleichheit. Das heißt, egal welche Gewinnermittlungsmethode man anwendet, der Gesamtgewinn muss immer gleich bzw. gleich hoch besteuert sein. Und das ist in der Regel auch gewährleistet, sodass wir, je nachdem, welche Gewinnermittlungsart gewählt wurde, nur eine zeitlich versetzte Erfassung haben, aber eine Erfassung erfolgt in jedem Fall. Auch im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung sind die Regeln über AFA zu berücksichtigen und dann gegebenenfalls über geringwertige Wirtschaftsgüter. Das heißt, wenn wir es mit abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens zu tun haben, deren voraussichtliche Nutzungsdauer länger als ein Jahr beträgt, dann kann kein Sofortabzug der dafür getätigten Aufwendungen vorgenommen werden, sondern es muss eine AFA vorgenommen werden. Bei der linearen AFA, der gesetzliche Regelfall nach Paragraph 7 Absatz 1, bei der linearen AFA müsste man also die Anschaffungskosten auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilen und könnte dann in jedem Wirtschaftsjahr nur einen anteiligen Betrag als Betriebsausgaben berücksichtigen. Ja, Ausnahmen wiederum geringwertige Wirtschaftsgüter, Paragraph 6 Absatz 2. Nettoanschaffungskosten nicht mehr als 800 Euro. Da kann man einen Sofortabzug ohne AFA vornehmen, aber im Übrigen gelten diese AFA-Regeln auch bei der Einnahmenüberschussrechnung. Ja, Betriebseinnahmen, alle Zugänge in Geld oder Geldeswert, die durch den Betrieb veranlasst sind, Veranlassung durch den Betrieb, erfasst werden Geldzugänge, aber auch Sachzugänge.
Zugänge, betriebliche Veranlassungen, wenn wir bei objektiver Betrachtung einen tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Betrieb haben. Das ist bei Betriebseinnahmen in der Regel nicht weiter problematisch. Und auch ersparte Aufwendungen oder ein Verzicht auf Einnahmen kann als Betriebseinnahme zu werten sein. Etwa wenn der Rechtsanwalt gegen seinen Mandanten, einen Handwerker, eine Honorarforderung hat von 3.000 Euro, der Handwerker ist aber gerade nicht liquide und sagt, ich mache dann im Gegenzug bei dir im Garten irgendwelche Verschönerungsarbeiten im Wert von 3.000 Euro, dann hätten wir zwar an sich ja keinen Zufluss, weil das Honorar ja nicht tatsächlich gezahlt worden ist, aber der Rechtsanwalt hat sich dann Aufwendungen erspart und das ist eben zurückzuführen auf seine vorausgegangene anwaltliche Tätigkeit. Das heißt also, der Wert dieser Arbeiten, das heißt also der Wert der ersparten Aufwendung, das wäre dann als Betriebseinnahme, als Zufluss beim Rechtsanwalt zu berücksichtigen. Durchlaufende Posten hatte ich in der letzten Stunde erklärt. Durchlaufende Posten hat man dann, wenn bei den Betriebseinnahmen, wenn der Anwalt zwar einen Zufluss hat, aber er aufgrund des Vertragsverhältnisses mit seinem Mandanten verpflichtet ist, diesen Betrag weiterzuleiten, etwa wenn, was sehr häufig so ist, wenn der Anwalt den Mandant vor Gericht vertreten hat, den Prozess gewonnen hat, dann zahlt die Gegenpartei häufig den an den Kläger zu zahlenden Betrag nicht an den Kläger persönlich, sondern auf das Konto des Anwalts. Der hat dann auf den ersten Blick einen Zufluss, aber das sind gleichwohl keine Betriebseinnahmen, weil der Rechtsanwalt ja verpflichtet ist, aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages, Paragraph 667 BGB in Verbindung mit 675.1, diesen Betrag weiterzuleiten an seinen Mandanten. Das ist ein durchlaufender Posten. Dementsprechend würde das beim Rechtsanwalt nicht erfasst. Ja, bei den Betriebsausgaben, da haben wir die Legaldefinition des Paragraphen 4 Absatz 4 ESTG. Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Das heißt also, auf den ersten Blick haben wir da nur dieses objektive Element der objektiven Veranlassung, der Auslösung durch den Betrieb, das heißt also das kausale Element. Wenn Sie das mit den Werbungskosten § 9 ESTG vergleichen, mit dem Wortlaut des § 9 ESTG vergleichen, der ja für die Überschusseinkunftsarten gilt. Dort heißt es, Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Da haben Sie also dieses finale Element, subjektive Element, dass der Zweck eben in der Erwerbstätigkeit bestehen muss. Das fehlt auf den ersten Blick bei § 4 Absatz 4, aber man ist sich einig und das gebietet auch Artikel 3.1 Grundgesetz, dass beide Begriffe, Betriebsausgaben, Werbungskosten, gleichlaufend zu verstehen sind. Das heißt also, im Grundsatz ist für beide sowohl Betriebsausgaben, Werbungskosten, auf der einen Seite dieses kausale Element erforderlich, das heißt also der objektive Zusammenhang mit dem Betrieb und dann in subjektiver Hinsicht dieses finale Element, der Zweck, den Betrieb zu fördern oder die Erwerbstätigkeit zu fördern. Allerdings sagt die Rechtsprechung, sagt der BFH, sowohl für Werbungskosten als auch Betriebsausgaben, dass dieses finale Element letztlich verzichtbar ist. Es ist also keine zwingende Voraussetzung für die Einordnung als Betriebsausgaben, Werbungskosten, sondern entscheidend ist letztlich dieses kausale Element, also der objektive Zusammenhang mit dem Betrieb. Wir hatten schon in der Vorlesung Allgemeines Steuerrecht gesehen, dass für die Abzugsfähigkeit als Betriebsausgaben es nicht auf die Üblichkeit, die Angemessenheit, die Notwendigkeit, dem Grunde und oder der Höhe nach ankommt. Das heißt also Betriebsausgaben, wenn Sie denn diese Voraussetzungen erfüllt haben, des zumindest kausalen Elements, also Zusammenhang mit dem Betrieb, dann können diese Betriebsausgaben in voller Höhe in Abzug gebracht werden, selbst wenn man also bei typisierender Betrachtung sagen würde, solche Aufwendungen würde dem Grunde oder der Höhe nach ein vernünftiger Steuerpflichtiger gar nicht tätigen. Das ist im Grundsatz unbeachtlich, solange nur wir diese betriebliche Veranlassung haben können, Betriebsausgaben in voller Höhe abgezogen werden. Also der Rechtsanwalt ist nicht gehindert, sich einen barocken Schreibtisch für 20.000 Euro zu kaufen und ins Büro zu stellen, solange er den tatsächlich eben für betriebliche Zwecke
einsetzt, solange wir diesen betrieblichen Zusammenhang haben, kann er die Kosten in voller Höhe abziehen, auch wenn man sagen würde, ein vernünftiger Anwalt würde sich vielleicht nur einen Schreibtisch für 2.000 oder sowas kaufen. Ja, das ist also im Grundsatz findet also keine Kontrolle der Üblichkeit, Angemessenheit, Notwendigkeit im Grunde oder der Höhe nach statt. Auch bei den Betriebsausgaben haben wir die Regelung des 4 Absatz 3 Satz 2 über die durchlaufenden Posten. Das heißt, da gilt Entsprechendes, wenn etwa der Rechtsanwalt bei Klageerhebung den dann zu zahlenden Gerichtskostenvorschuss erst einmal vorstreckt für seinen Mandanten, dann hat er auf den ersten Blick einen Abfluss, aber er hat dann aus 675.1, 670 einen Anspruch auf Erstattung dieser Aufwendungen. Das heißt also, für ihn ist das ein durchlaufender Posten. Das wäre also nicht als Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Die vereinnahmte Umsatzsteuer stellt für denjenigen Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften, der nach Einnahmenüberschussrechnung den Gewinn ermittelt, eine Betriebseinnahme dar. Das wird also ganz normales Betriebseinnahme berücksichtigt. Und die Umsatzsteuer, die der Steuerpflichtige an andere Unternehmer oder aber an das Finanzamt gezahlt hat, das sind Betriebsausgaben. Das heißt also, auch diese Posten werden im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung als Einnahmen bzw. Ausgaben berücksichtigt. Entnahmen müssen natürlich auch Entnahmen und Einlagen, § 4 Absatz 1 Satz 1, die müssen ja bei der Ermittlung des Gewinns, also beim dürfen also den Gewinn nicht beeinflussen. Die müssen also dementsprechend berücksichtigt werden. Entnahmen müssen hinzugerechnet, Einlagen abgezogen werden. Das gilt auch im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung. Dann werden Entnahmen eben wie Betriebseinnahmen behandelt, also wie Betriebseinnahmen hinzugerechnet. Einlagen werden wie Betriebsausgaben behandelt, werden also in Abzug gebracht. Der Steuerpflichtige, der eine Einnahmenüberschussrechnung vornimmt, der muss ebenfalls eine Einkommensteuererklärung abgeben, und zwar im Grundsatz. Das gilt ja für alle Steuerpflichtigen nach § 25 Absatz 4, die zumindest auch Gewinneinkünfte haben. Die müssen also eine elektronische Einkommensteuererklärung abgeben, und auch die EÜR muss in elektronischer Form abgegeben werden. Stelle Ihnen dazu noch die entsprechenden Formulare ins Internet. Das sind ältere Formulare, weil diese Formulare inzwischen nicht mehr in Papierform bereitgestellt werden, weil eben diese Verpflichtung besteht, in elektronischer Form einzureichen. Da kann man nur in besonderen Härtefällen von befreit werden. Ich hatte Ihnen da einen Fall aus der BFH-Rechtsprechung vorgestellt. Das war dieser Physiotherapeut, der keinen Internetanschluss hatte und ich glaube auch keinen Laptop. Dem wollte man das nicht zumuten, sich beides extra für die elektronische Einkommensteuererklärung zuzulegen. Aber im Grundsatz, sobald man auch Gewinneinkünfte hat, muss man die Einkommensteuererklärung und dann auch die EÜR in elektronischer Form an das Finanzamt abgeben. Üblicherweise geschieht das über das Elster-Portal der Finanzverwaltung. Ja, wir wollen uns jetzt noch zunächst einmal ganz allgemein und dann aber auch noch einige Sondervorschriften speziell für Unternehmen anschauen. Was gilt für Betriebsausgaben? Was können Betriebsausgaben sein? Und in diesem Zusammenhang dann noch einige Spezialvorschriften besprechen, die wir schon mal kurz schon mal erwähnt hatten, aber weil es eben spezielle Vorschriften für Gewinneinkünfte für unternehmerisch tätige Steuerpflichtige sind, wollen wir das jetzt im Rahmen der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht uns nochmal näher anschauen. Also auch für den Bereich der Unternehmensbesteuerung gilt, dass alles, was dem privaten Bereich, der privaten Lebensführung zuzuordnen ist, steuerlich irrelevant ist, sowohl im Positiven wie im Negativen. Das heißt also, irgendwelche Erträge, Vermögenszuwächse, die der Steuerpflichtige im privaten Bereich hat, sind im Grundsatz steuerlich irrelevant. Es wird ja bei dem Betriebsvermögensvergleich nur das Betriebsvermögen berücksichtigt, nicht das Privatvermögen. Aber auch Aufwendungen, die der Steuerpflichtige im privaten Bereich hat, kann er nicht steuerlich geltend machen. Das folgt aus § 12, kann er insbesondere nicht als Betriebsausgaben geltend machen. Und früher hat die Rechtsprechung des BFH ein Aufteilungsverbot aus § 12 hergeleitet, hat also gesagt, wenn wir gemischte Aufwendungen haben, die zumindest auch privaten Zwecken dienen, dann ist der Abzug insgesamt gesperrt.
Das war aber schwer mit Artikel 3.1, mit dem Leistungsfähigkeitsgrundsatz zu vereinbaren, denn bei gemischten Aufwendungen dient ja ein Teil eben der Erwerbstätigkeit, ein Teil ist also zweckgebunden, steht nicht zur freien Verfügung, mindert somit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Diese Rechtsprechung war dementsprechend nicht haltbar und der BfH hat sie, der Große Senat genauer gesagt, hat sie auch geändert 2009. Seit dieser Entscheidung des Großen Senats ist das Aufteilungsverbot also in der Rechtsprechung des BfH aufgegeben und gemischte Aufwendungen können jetzt eben in einen privaten, in einen beruflich veranlassten Teil aufgespalten werden, etwa Reisekosten. Ja, wenn man also 2 Tage einer 4-tägigen Reise mit einem Fachkongress zubringt und 2 Tage dranhängt für touristische Zwecke, dann kann man das aufteilen. Hotelkosten für die 2 Tage des Kongresses sind abzugsfähig, die Hälfte der Reisekosten, also Fahrtkosten. Und der Rest ist eben privat. Das kann man also jetzt aufteilen nach Aufgabe des Aufteilungsverbots. Und das gilt natürlich alles auch für den unternehmerischen Bereich. Ja, wie schon gesagt, auf die Notwendigkeit, Angemessenheit, Üblichkeit kommt es weder dem Grunde noch der Höhe nach an, außer das Gesetz sieht eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit oder sogar ein Abzugsverbot vor. Wir haben das schon kennengelernt für die Bewirtungsaufwendungen. Also wenn der selbstständige Unternehmer den Geschäftspartner zu einem Essen einlädt, dann ist das betrieblich veranlasst. Im Grunde könnte dann die vollen Aufwendungen im Abzug bringen. Der Gesetzgeber sagt aber typisierend, irgendwie ist Essen immer auch eine Privatangelegenheit. Deswegen sind solche Bewirtungsaufwendungen nur zu 70% abzugsfähig. Es wird also, wenn man so will, pauschalierend dieser private Teil in Abzug gebracht. 30% wird typisiert, also als privat angesehen. Bei Bewirtungsaufwendungen also eine Deckelung auf 70%. Aber man kann auch mit Geschäftspartnern ins Sternerestaurant gehen, dort für 4.000 Euro speisen. Immerhin 70% kann man dann in Abzug bringen. Da wird also die Angemessenheit, Üblichkeit nicht geprüft. Ja, dann hatten wir auch schon mal kurz besprochen, Aufwendungen für Jagd, Fischerei, Yachten und ähnliche Aufwendungen heißt es hier, das ist nicht abzugsfähig. Da sagt der Gesetzgeber, das ist dann sozusagen reiner Luxus und das kann man nicht als beruflich veranlasst, jedenfalls nicht als angemessen ansehen. Da wird die Abzugsfähigkeit generell verwehrt. Ja, ob das tatsächlich so folgerichtig ist, dass man auf der einen Seite theoretisch die Bewirtung im Sternerestaurant geltend machen kann zu 70% und bei Jagdfischerei dann gar nichts geltend machen kann. Also ob das konsistent ist, da kann man schon Zweifel haben, aber so die gesetzliche Regelung. Bei Verpflegungsmehraufwendungen haben wir ebenfalls eine Beschränkung auf Pauschbeträge. Paragraph 4 Absatz 1 Nummer 5. Verpflegungsmehraufwendungen heißt, man macht eine Dienstreise, das heißt also begibt sich an einen anderen Ort als den regelmäßigen Tätigkeitsort und den Wohnort. Und bei einer Dienstreise hat man üblicherweise höhere Aufwendungen für Verpflegung, als wenn man zu Hause wohnt, wo man sich selbst bekochen kann oder vielleicht sogar bekocht wird. Und muss dann also zum Beispiel ins Restaurant gehen und so weiter. Und da könnte man jetzt ja sagen, man kann die Kosten für den Restaurantbesuch geltend machen. Das lässt der Gesetzgeber aber nicht zu, sondern er beschränkt diese Verpflegungsmehraufwendungen auf die sich aus Paragraph, also da wird in 4 Absatz 5 Nummer 5 verwiesen auf den neuen Absatz 4a, auf die dort genannten Pauschbeträge, Verpflegungsmehraufwendungen. Und das sind 28 Euro für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 24 Stunden abwesend ist, also entsprechend für die Selbstständigen dann, indem der Selbstständige 24 Stunden abwesend ist und 14 Euro für An- und Abreise und 14 Euro für jeden Tag, wo er mindestens 8 Stunden auswärts unterwegs ist. Ja, bei Fahrtkosten haben wir für, auch bei selbstständig Tätigen haben wir zum einen die Entfernungspauschale für die Wege zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte, also von der Wohnung zur Kanzlei des Rechtsanwalts. Da kann der Rechtsanwalt die Entfernungspauschale geltend machen. Da gilt also alles, was auch für die Arbeitnehmer gilt. Das ist ja in Paragraph 9 geregelt bei den Werbungskosten, Kraft Bezugnahme in Paragraph 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6.
gilt das entsprechend aber auch für die Steuerpflichtigen mit Gewinneinkünften, also selbstständig Tätige. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln die tatsächlichen Kosten und im Übrigen die Entfernungspauschale. Unabhängig vom gewählten Fortbewegungsmittel kann man die Entfernungspauschale geltend machen. Und jetzt gibt es diese etwas eigenartige Regelung, dass ab dem 21. Entfernungskilometer man plötzlich mehr geltend machen kann als für die ersten 20. Das also schwer vereinbar mit dem Grundsatz, dass Pauschalen immer realitätsgerecht sein müssen. Der Kraftstoffverbrauch ist ja auf den ersten 20 Kilometern gerade höher als bei den nächsten Kilometern, wenn man das auf den einzelnen Kilometer umrechnet. Ja, es ist bei den ersten Kilometern höher als bei den Folgekilometern. Das ist also eine Regelung, die eigentlich einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhalten kann. Aber das Bundesverfassungsgericht ist immer für Überraschungen gut. Ja, bei Dienstreisen, das wäre dann eben die Konstellation, dass man nicht an der ersten Tätigkeitsstätte und nicht in seinem Wohnort, sondern auswärts unterwegs ist, auf einem Kongress zum Beispiel oder als Rechtsanwalt einen auswärtigen Termin wahrnimmt. Da kann man nicht nur die Entfernungspauschale von 30 beziehungsweise ein bisschen mehr Cent pro Entfernungskilometer, sondern pro tatsächlich gefahrenem Kilometer geltend machen. Ja, und das ist, ich glaube, das hat man auch nicht angepasst. Das sind 30 Cent pro gefahrenem Kilometer, also nicht Entfernungskilometer. Anders gesagt, man kann also bei der Entfernungspauschale immer nur die einfache Strecke, bei der Dienstreise dagegen die doppelte Strecke Hin- und Rückfahrt geltend machen. Ja, auch bei Selbstständigen kann es zu einer doppelten Haushaltsführung kommen. Dann können eben die Mehraufwendungen für den zweiten Haushalt bis zu 1.000 Euro geltend gemacht werden. Das ist Miete, Nebenkosten, Internetanschluss, alles, was mit dem zweiten Haushalt verbunden ist, bis zur Grenze von 1.000 Euro pro Monat. Und auch für Selbstständige gelten die Regeln über das häusliche Arbeitszimmer. Darüber haben wir gesprochen. Die sind jetzt zum 01.01.2023 geändert worden. Da hat man das ein bisschen umgestellt. Aber diese Regeln für das häusliche Arbeitszimmer gelten auch für selbstständig Tätige. Ja, ebenfalls für selbstständig Tätige gilt, dass Ordnungsgelder, Verwarnungsgelder, Geldbußen nicht abzugsfähig sind. An sich können die durchaus betrieblich veranlasst sein. Bei Rechtsanwälten kommt es ziemlich häufig vor. Also bei Prozessanwälten, die dann eben auch viel an Gerichten tätig sind und wenn sie etwas eilig haben, müssen sie ein bisschen schneller fahren. Geschwindigkeitsübertretung, das ist also sehr häufig. Dann bekommt man ein Bußgeld. Und jetzt wäre es natürlich schön, man könnte das als Betriebsausgabe in Abzug bringen. Es ist betrieblich veranlasst. Ja, man ist ja zum Gericht nur gefahren, zu schnell gefahren, weil man zur Gerichtsverhandlung musste. Aber das Gesetz sagt nein. Ja, Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung, das soll ja den Missetäter treffen. Und das träfe ihn nicht, wenn er die Möglichkeit hätte, das also steuermindernd zu berücksichtigen. Deswegen also hier die Abzugsfähigkeit versagt. Ebenfalls unter dem Aspekt der Einheit der Rechtsordnung, Bestechungsgelder, auch das kann betrieblich veranlasst sein, gerade bei Unternehmen, wenn die in bestimmten Ländern tätig sind, natürlich nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern, kann das vorkommen, dass man mal bestechen muss. Bei uns kommt so etwas natürlich nicht vor, klar. Aber das kann natürlich betrieblich veranlasst sein. Aber ja, Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung, inzwischen ist ja auch die Bestechung im Ausland strafbar. Das war nicht immer so. Also früher war das im Ausland nach deutschem Recht nicht strafbar. Zwischen auch und dementsprechend Einheit der Rechtsordnung. Ja, man kann also nicht auf der einen Seite sagen, das ist illegal, auf der anderen Seite so etwas zum Abzug zulassen. Auf der anderen Seite, wir haben die Regelung der 4041, also an sich kommt es auf die Legalität, Illegalität des Tuns für steuerliche Zwecke nicht an. Also insofern kann man da zweifeln, ob das wirklich Einheit der Rechtsordnung ist, wenn man auf der einen Seite sagt, im Steuerrecht interessiert uns nicht, ob die Tätigkeit legal, illegal ist. Und auf der anderen Seite dann hier ein Abzugsverbot ausspricht. Auch darüber kann man sicherlich diskutieren. Ja, Kosten der Erstausbildung, das lasse ich jetzt beiseite. Das kann natürlich auch bei Selbstständigen mal von Relevanz sein. Was nicht abzugsfähig ist als Betriebsausgabe, ist die Gewerbesteuer. Ja, wir haben gerade gesehen, die Umsatzsteuer, die gezahlte Umsatzsteuer ist als Betriebsausgabe abzugsfähig. Gewerbesteuer nicht, das wundert auf den ersten Blick, aber bei der Gewerbesteuer haben wir eben eine besondere Systematik. Da haben wir nämlich die Anrechnungsmöglichkeit nach 35 ESDG. Darauf kommen wir nochmal an späterer Stelle zurück. Ich hatte es schon mal erwähnt. Ja, bei der
Gewerbesteuer regelt der 35 die Anrechnung auf die Steuerschuld. Das heißt also, die Gewerbesteuer wird nicht schon bei der Einkünfteermittlung als Betriebsausgabe, sondern erst später, ja, bei der Festsetzung der Steuer, bei der Ermittlung also der zu zahlenden Steuer berücksichtigt. Die tarifliche Einkommensteuer vermindert und so weiter und so weiter, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auch im zu versteuernden Einkommen enthaltene gewerbliche Einkünfte entfällt, bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen um das Vierfache und so weiter, also um einen bestimmten Betrag der Gewerbesteuer. Ja, die kann man also anrechnen. Das ist also die Systematik. Und insofern ist es konsequent, dass dann natürlich, das wäre ja eine doppelte Berücksichtigung der Gewerbesteuer, die Gewerbesteuer nicht schon zum Betriebsausgabenabzug zugelassen wird. Ja, jetzt will ich noch einige Sonderregelungen besprechen, die speziell für unternehmerische Steuerpflichtige gelten, speziell für Gewinneinkünfte gelten. Und das ist zum einen die Zinsschranke. Ein Regelungsmonstrum, das sich der Gesetzgeber im Zuge der Unternehmenssteuerreform 2008 ausgedacht hat. Und auch hier hatte man ein Vorbild im vermeintliches Vorbild im US-amerikanischen Recht. Da gibt es auch so etwas. Das hat man kopiert, verschärft. Natürlich, wenn man so etwas in Deutschland macht, immer perfekt. Ja, das hat man also nochmal verschärft. Und herausgekommen ist diese unsägliche Regelung des 4H ESTG. Zunächst einmal Ausgangspunkt ist, wenn ein Steuerpflichtiger, ein unternehmerisch tätiger Steuerpflichtiger, beispielsweise ein Darlehen aufnimmt, darauf Zinsen zahlt, ja, und dieses Darlehen einsetzt für seinen Betrieb, etwa für den Erwerb einer Maschine, für den Erwerb einer Büroausstattung eines Grundstücks, ja, also für betriebliche Zwecke verwendet, dann sind diese Zinsen betrieblich veranlasst und damit Betriebsausgaben. Ja. Das also im Ausgangspunkt völlig unstreitig kann man im Umkehrschluss bestätigend aus 4 Absatz 4a herleiten. Ja, das bestätigt also diesen sowieso schon bestehenden Befund, dass Zinsaufwendungen Betriebsausgaben sein können, sofern eben das Darlehen, sofern also die Zinsen betrieblich veranlasst sind. Das also der Ausgangspunkt, Paragraph 4 Absatz 4a. Schuldzinsen sind nach Maßgabe der 2 bis 4 nicht abziehbar, wenn sogenannte Überentnahmen getätigt worden sind. Im Umkehrschluss heißt das, sonst sind sie abzugsfähig. Ja? So, die Zinszahlungen kann man aber insbesondere in Konzernen zur Gewinnverlagerung einsetzen, also für BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, einsetzen. Und das ist natürlich dem Steuergesetzgeber, dem Fiskus, ein Dorn im Auge in Hochsteuerländern. Denn man kann zum Beispiel jetzt hingehen, wir haben eine Muttergesellschaft in dem einen Land und eine Tochtergesellschaft in dem anderen Land. Und das Land, in dem sich die Tochtergesellschaft befindet, das ist nun ein Hochsteuerland. Ja, das heißt, die Tochtergesellschaft muss ihren Gewinn an sich nach den hohen Steuern in diesem anderen Land versteuern. Jetzt kann aber die Muttergesellschaft hingehen und gibt der Tochtergesellschaft ein Darlehen und die Tochtergesellschaft zahlt auf dieses Darlehen Zinsen. Die Zinsen sind Betriebsausgaben. Das Darlehen, also die Darlehensvaluta, das wird nicht als Zufluss, als Betriebseinnahme angesehen, ja, weil es ja zurückzuzahlen ist. Ja. Das neutralisiert sich ja mit der Rückzahlungsverpflichtung. Ja. Das führt also nicht zu einem Zufluss. Die Tochtergesellschaft zahlt aber Zinsen auf das Darlehen, ja, und die Zinsen sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. Und das bedeutet, sie mindert ihren Gewinn und muss dementsprechend weniger Gewinn in dem Hochsteuerland versteuern. Der Gewinn wird verschoben in den Ansässigkeitsstaat der Muttergesellschaft, da wird aber niedriger besteuert. Und dementsprechend kann so etwas für Konzerne sehr attraktiv sein als gewissermaßen eine Art Steuersparmodell. Ja, man stattet also die Tochtergesellschaft übermäßig mit Fremdkapital aus, die zahlt darauf Zinsen, verkürzt damit ihren steuerlichen Gewinn in dem Hochsteuerland und bringt damit das Hochsteuerland um einen Teil seiner Steuereinnahmen. Das gefällt also den Hochsteuerländern, dem Fiskus in Hochsteuerländern nicht. Ja, und deswegen hat man sich also diese Zinsschranke überlegt und das können wir jetzt nicht alles durchlesen. Die Zinsschranke erstreckt sich über zwei Seiten, aber
zumindest die Grundzüge der Regelung wollen wir uns mal näher anschauen. Paragraph 4 Absatz 1 Satz 1 sagt, Zinsaufwendungen eines Betriebs sind abziehbar in Höhe des Zinsertrags. Das heißt also, wenn das betreffende Unternehmen zugleich auch Zinsertrag hat, seinerseits etwa Darlehen oder Schuldverschreibungen ausgegeben hat, daraus Zinseinnahmen erzielt, bis zur Höhe des Zinsertrags können die Zinsen unbeschränkt abgezogen werden. Ja, insofern also kein Abzugsverbot. Darüber hinaus aber nur bis zur Höhe des berechenbaren EBITDA. Das ist, wird nur diese Abkürzung verwendet, das ist aber ein Begriff aus der aus der Betriebswirtschaftslehre. Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Ja, das ist mit EBITDA gemeint, das heißt also Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Ja, man hat also im Deutschen für depreciation, amortization einen Begriff Abschreibung. Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung. Das wäre also der deutsche Begriff. Fragen Sie mich nicht, warum nicht der deutsche Begriff verwendet worden ist, sondern diese komische Abkürzung. Also verrechenbares EBITDA. Das wird dann aber näher definiert. Das verrechenbare EBITDA ist 30% des um die Zinsaufwendungen und um die nach 6 Absatz 2 und so weiter. Das sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter, 6 Absatz 2, Sammelposten und die AFA ab. Gesetzten Beträge erhöhten und um die Zinserträge verminderten maßgeblichen Gewinns. Und was der maßgebliche Gewinn ist, ist auch legal definiert in § 4 Absatz 4h Absatz 3. Das ist der nach den Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der Zinsschranke ermittelte steuerpflichtige Gewinn. Ja? Also man nimmt den steuerpflichtigen Gewinn nach ESTG ohne Berücksichtigung der Zinsschranke und da muss man dann noch hinzurechnen, die AFA, geringwertige Wirtschaftsgüter, Sammelposten und Zinserträge in Abzug bringen. Das ist der maßgebliche Gewinn und 30% davon ist also die Schranke für die Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendung. Ja, auf diesen Betrag ist also die Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen gedeckelt. Wir werden gleich sehen, das gilt dann aber nicht für alle Unternehmen auf den ersten Blick, ja, für alle Unternehmen, werden aber gleich sehen, dass es da einige Befreiungstatbestände gibt. Zunächst einmal ist aber diese Zinsschranke rechtsformneutral. Das gilt also für Unternehmen jeder Rechtsform, über den Paragraphen 8 Absatz 1 eben auch für Körperschaften. Voraussetzung allerdings, es muss ein Betrieb vorliegen. Ja, das ist ja die Rede von Betriebsausgaben und eines Betriebs, also es muss ein Betrieb vorliegen. Das heißt, wir müssen es mit Gewinneinkünften zu tun haben und es muss ein landforstwirtschaftlicher, gewerblicher oder freiberuflicher Betrieb vorliegen. Ja, mit dieser Deckelung des Zinsabzugs will man eben eine missbräuchliche, übermäßige Fremdkapitalfinanzierung und damit verbundene Gewinnverlagerung in niedriger besteuernde Staaten verhindern. Dass eigentlich man hier grenzüberschreitende Konstellationen im Blick hat, das kommt aber in der Zinsschranke überhaupt nicht zum Ausdruck, denn diese Zinsschranke gilt auch für rein innerstaatliche Sachverhalte. Das entspricht eigentlich nicht der Zielsetzung dieser Zinsschranke, aber warum ist das wohl so? Warum hat man nicht das Ganze auf grenzüberschreitende Sachverhalte beschränkt? Warum hat man das so gemacht? Ja, was hätte man dann unter Umständen für Schwierigkeiten, wenn man sagen würde, nur bei grenzüberschreitenden Zinszahlungen? Ja. Das ist wieder die Ausländerunrechte. Genau, ne, das wäre also eine Diskriminierung, das wäre eine möglicherweise eine Verletzung von Grundfreiheiten des AIUV. Ja, und das ist vom EuGH ziemlich klar ausgeurteilt, dass so etwas eben nicht geht. Man kann also nicht spezifisch für grenzüberschreitende Sachverhalte zwischen EU- oder EWR-Mitgliedstaaten Beschränkungen auferlegen, die für rein innerstaatliche Sachverhalte nicht gelten. Ja, das hat also der deutsche Gesetzgeber durchaus berücksichtigt. Dementsprechend hat er dann quasi eine überschießende Regelung eingeführt, diese Zinsschranke, die eben auch für rein innerstaatliche Sachverhalte gilt. So, das also die Regelung und wir haben also dementsprechend ein Abzugsverbot für das, was eben über den Zinsertrag und über diese
dieses berechenbare EBITDA, diese 30% dieser Größe hinausgeht. Ja, hier habe ich Ihnen dann nochmal zusammengestellt, wie berechnet man dieses steuerliche EBITDA und davon dann halt 30%. Das ist das berechenbare EBITDA. Allein schon, dass man diese komischen Begrifflichkeiten da verwendet, ist eigentlich schon ein Grund, diese Regelung ersatzlos zu streichen. So rechnet man das Ganze aus und man hat also bei allem, was über diese 30%-Grenze hinausgeht, ja, ein Abzugsverbot. Auf den ersten Blick für alle Unternehmen, ja, die einen Betrieb haben. Aber wir haben verschiedene Befreiungstatbestände und daraus können Sie dann sehen, worauf eigentlich diese Zinsschranke abzieht, nämlich auf Konzerne. Das kommt aber nur in diesen Befreiungstatbeständen zum Ausdruck. Paragraph 4, H Absatz 2. Absatz 1, Satz 1, die Zinsschranke ist nicht anzuwenden, wenn der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den Betrag der Zinserträge übersteigt, weniger als 3 Millionen Euro beträgt. Das heißt also, wir haben eine freie Grenze, keinen freien Betrag, sondern eine freie Grenze. Das heißt also, wenn diese freie Grenze überschritten wird, ja, wenn Sie also mehr als 3 Millionen Euro Schuldzinsüberhang, wie man das nennt, haben, also Betrag der Zinsaufwendungen übersteigt den Betrag der Zinserträge, sogenannter Schuldzinsüberhang. Sie nehmen alle Zinsaufwendungen, die Sie haben, und ziehen davon alle Zinserträge ab. Und wenn der Saldo weniger als 3 Millionen ist oder bis zu 3 Millionen Euro, weniger als 3 Millionen Euro, wenn er weniger als 3 Millionen ist, dann greift die Zinsschranke nicht ein. Sobald Sie aber 3 Millionen Euro und 1 Cent oder ab 3 Millionen Euro, ja, sobald das also 3 Millionen Euro beträgt, greift die Zinsschranke in Höhe des vollen Betrages dann wieder ein. Ja? Also kein freier Betrag, sondern eine freie Grenze. Ja, das ist so eine De Minimis-Regel, kann man sagen. Also da sagt der Gesetzgeber, das ist ein so unwesentlicher Schuldzinsüberhang, dass es dann auch nicht wesentlich und da also eine Ausnahme. So, dann Buchstabe B, wenn ebenfalls keine Anwendung der Zinsschranke, wenn der Betrieb nicht oder nur anteilmäßig zu einem Konzern gehört. Also auf nicht konzernzugehörige Unternehmen ist die Zinsschranke nicht anzuwenden. Und da sehen Sie eben die eigentliche Zielsetzung der Zinsschranke. Ja, sie soll eben übermäßige Fremdkapitalfinanzierung verbunden mit WEBs innerhalb von Konzernen unterbinden. Deswegen auf nicht konzernzugehörige Unternehmen nicht anwenden. Und Buchstabe C, selbst wenn wir einen konzernzugehörigen Betrieb haben, greift die Zinsschranke gleichwohl nicht ein, wenn die Eigenkapitalquote am Schluss des vorangegangenen Abschlussstichtages gleich hoch oder höher ist als die des Konzerns. Das wertet der Gesetz, und da hat man einen Spielraum von 2% mehr oder weniger, das wertet der Gesetzgeber eben als Indiz, dass wir keine übermäßige Fremdkapitalfinanzierung haben. Ja, wenn also die Eigenkapitalquote bei diesem Betrieb ungefähr gleich hoch ist wie im Rest des Konzernes, dann sagt der Gesetzgeber, haben wir eben keine übermäßige Fremdkapitalfinanzierung. Nur auf diese zielt eigentlich der 4H ab. Jetzt können Sie sich noch den Spaß machen und mal lesen, wie dieser Fremdkapital, der Eigenkapitalvergleich durchgeführt wird. Paragraph 4H Absatz 2 Satz 1 Buchstabe C Sätze 2 folgende. Ja, das können Sie sich mal durchlesen. Da hat der Gesetzgeber sogar offiziell einen Absatz eingebaut, weil man das sonst gar nicht mehr lesen kann. Und Grundlage für diesen Eigenkapitalvergleich sind die IFRS. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen, die IFRS für steuerliche Zwecke, wofür sie gar nicht gedacht sind. Man muss also dann, wenn man diese Escape-Klausel, wie man sie nennt, also es gibt diese Standalone-Klausel, nicht konzernzugehörige Unternehmen sind ausgenommen, und dann Escape-Klausel für konzernzugehörige Unternehmen, die müssen dann einen Eigenkapitalvergleich durchführen. Wenn der günstig ist, sind sie aus der Zinsschranke raus. Aber um diesen Eigenkapitalvergleich durchzuführen, müssen sie die IFRS heranziehen. Das heißt, müssen also die Bilanzen nach IFRS aufstellen, selbst wenn sie eigentlich nicht nach IFRS bilanzieren müssen. Und das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Dementsprechend wird man diese Regelung kaum als verhältnismäßig ansehen können, weil eben Unternehmen, die gar nicht nach IFRS bilanzieren müssen, für steuerliche Zwecke das dann doch tun müssen, wenn sie aus der Zinsschranke rausholen. Für Körperschaften gibt es dann noch Rückausnahmen. Dadurch wird das Ganze dann noch komplizierter. Das schauen wir uns dann bei der Körperschaftsteuer näher an. Paragraph 8a, Absätze 2 und 3 KSDG. Da haben wir dann noch Rückausnahmen. Damit wird dann die Komplexität auf die Spitze getrieben der Regelung. Aber allein schon diese unsägliche Regelung zur
zum Eigenkapitalvergleich macht die Anwendung dieser Regelung unzumutbar. Ja, dann haben Sie eben noch ein paar Legaldefinitionen, 4H Absatz 3. Zinsaufwendungen sind Vergütungen für Fremdkapital. Ja, das ist also nicht technisch zu verstehen, nicht nur bei Darlehen, sondern jede Form von Vergütung für Fremdkapital fällt unter die Zinsschranke. Das können also auch Zinsen auf Schuldverschreibungen sein. Das können also alles, was als Fremdkapital einzuordnen ist und wofür man Vergütung zahlt, das fällt also unter die Zinsschranke. Ja, das also die Regelung. Und wenn man sich diese Regelung so anschaut, also die unionsrechtliche Problematik, die hat man ja dadurch entschärft, dass man die Regelung nicht auf grenzüberschreitende Sachverhalte beschränkt hat, worauf sie eigentlich ausgerichtet ist, wie ich erläutert habe. Ja. Aber wenn Sie sich diese Regelung im Übrigen anschauen, ja, könnte das alles am Maßstab höherrangigen Rechts gemessen problematisch sein. Was würden Sie sagen? Was könnte da problematisch sein? Ja, also wir haben erwerbsbezogene Aufwendungen, eigentlich Betriebsausgaben, Sie dürfen das aber nicht in voller Höhe abziehen. Weshalb könnte das problematisch sein? Und Sie können sich ja auch mal anschauen, die Abfassung dieser gesetzlichen Vorschrift allein, diese Regelung zum Eigenkapitalvergleich, was daran könnte bedenklich sein. Ja, Sie lassen etwas, was erwerbsbezogene Aufwendungen sind, nicht zum Abzug zu, weil Sie typisierend sagen, missbräuchlich, ist missbräuchlich. Ja? Wenn ich die Befreiungsklausel eingreife, ist das missbräuchlich. Gegen welches Rechtsprinzip könnte das verstoßen? Ja? Genau, ne? Das ist also ein recht klarer Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip. Und dann stellt sich die Frage der Rechtfertigung, ja, und Bekämpfung von Missbrauch ist ein anerkannter Rechtfertigungsgrund, sowohl beim EuGH als auch beim Bundesverfassungsgericht. Nur, wenn Sie eine Regelung haben, die so unspezifisch daherkommt, ja, die gar nicht echte Missbrauchs, die nicht auf echte Missbrauchsfälle beschränkt ist, sondern Sie fassen da im Prinzip alles drunter, ja, und nehmen dann noch so ein bisschen was aus. Die Zielsetzung ist ja eigentlich eine andere, das habe ich Ihnen erläutert, ja, was der Gesetzgeber im Blick hatte. Das konnte er aus unionsrechtlichen Gründen aber nicht so regeln. Deswegen musste er diese überschießende Regelung erlassen. Und es ist völlig klar, dass nach nationalem Verfassungsrecht das eben nicht durch Missbrauch gerechtfertigt kann, nicht durch Missbrauchsbekämpfung gerechtfertigt kann, weil es eben überschießend ist. Ja. Es werden eben Fälle erfasst, die ganz normale Fremdkapitalfinanzierungen sind, die aber eben nicht die Standalone-Klausel erfüllen, die nicht die Escape-Klausel erfüllen oder erfüllen können, weil sie nicht nach IFRS bilanzieren möchten für steuerliche Zwecke. Deswegen ist das eine überschießende Regelung. Und hinzu kommt noch ein weiteres. Die Zinserträge, die müssen ja in voller Höhe besteuert werden. Ja? Das heißt, Sie haben im Prinzip bei diesen Beträgen, um die es hier geht, eine steuerliche Doppelbelastung. Einmal werden Sie als Teil des Gewinns, obwohl nach dem objektiven Nettoprinzip Sie eigentlich nicht Teil des steuerlichen Gewinns sind, besteuert, weil Sie nicht abgezogen werden dürfen und dann nochmals besteuert bei dem Empfänger. Ja, Sie haben eine steuerliche Doppelbelastung, das kommt eben noch hinzu. Und gut, der Gesetzgeber hat einen Zinsvortrag und EBITDA-Vortrag eingeführt. Das heißt, man kann also nicht abzugsfähige Zinsen mitnehmen in spätere Veranlagungszeiträume, aber unter Umständen kann man die auch in späteren Veranlagungszeiträumen nicht abziehen. Das entschärft also jedenfalls nicht ausreichend die Regelung. Und dementsprechend ist hier ein Verstoß gegen Artikel 3.1 Grundgesetz, gegen das objektive Nettoprinzip, gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip zu sehen. Also nicht nur objektives Nettoprinzip, sondern Sie haben da auch eine Verletzung des Leistungsfähigkeitsprinzips, weil eben durch diese Zinsaufwendungen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gemindert ist und gleichwohl wird in vollem Umfang besteuert. Das also ist zugleich ein Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip und so hat es auch der BFH schon im Jahre 2015 gesehen und eine Vorlage nach Artikel 100 an das Bundesverfassungsgericht gemacht. Was hat das Bundesverfassungsgericht gemacht? Seitdem nichts. Ja, das Bundesverfassungsgericht lässt diese Vorlage einfach liegen. Ja, seit inzwischen fast 8 Jahren beschäftige ich mich mit vielen anderen Dingen, ja, Klimabeschluss, andere Dinge, aber nicht damit.
Ja, das ist also schon ein rechtsstaatlicher Skandal, muss man so deutlich sagen. Also Artikel 3.1, so hat es auch der Bundesfinanzhof gesehen, hat deswegen vorgelegt. Dann meine ich auch problematisch Artikel 20 Absatz 1 und 3, Gebot der Normenklarheit, rechtsstaatliches Gebot der Normenklarheit. Die Regelung ist so komplex, dass man sie kaum sinnvoll anwenden kann. Allein schon, wie gesagt, dieser Eigenkapitalvergleich hochkomplex, Ausnahmen, Rückausnahmen, damit muss man erstmal zurechtkommen. Der Text ist auch komisch formuliert, die Berechnung dieses berechenbaren EBTAs, alles viel zu kompliziert und dementsprechend auch ein Verstoß gegen das Gebot der Normenklarheit. Das hat der BfH allerdings anders gesehen, hat gesagt, nein, das ist noch in Ordnung, kann man noch irgendwie mit Auslegungskünsten in den Griff bekommen. Ich meine aber, dass wenn man das Gebot der Normenklarheit ernst nimmt und sagt, es muss auch für juristische Laien möglich sein, sich den Sinn der Vorschrift zu erschließen, dann meine ich, ist es ein klarer Verstoß gegen Normenklarheit. Ja, mal schauen, was das Bundesverfassungsgericht, das ja inzwischen noch anders besetzt ist, da muss einem Angst und Bange werden, daraus macht, bis jetzt also nicht entschieden. Und inzwischen hat es da auch eine weitere Entwicklung gegeben auf unionsrechtlicher Ebene. Das kommt jetzt noch erschwerend hinzu. Unionsrechtliche Bedenken gibt es kaum. Man kann darin einen Verstoß gegen die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie sehen, das ist aber umstritten. Also unionsrechtlich ist das wohl nicht angreifbar, weil man das eben gerade nicht auf grenzüberschreitende Sachverhalte beschränkt hat, sondern man hat das eben auch unspezifisch sowohl auf innerstaatliche als auch auf grenzüberschreitende Sachverhalte bezogen. Unionsrechtlich kann man das wohl nicht beanstalten. Ja, allenfalls Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie, aber das ist umstritten nach einer Entscheidung des EuGH. Das will ich jetzt aber nicht im Detail besprechen. Greift die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie wohl für diese Konstellation nicht ein. Ja, was hat sich auf europäischer Ebene getan? Es ist also tatsächlich der Bundesrepublik gelungen, die deutsche Zinsschranke im Zuge des Erlasses der ATAD-Richtlinie, also der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie, fast eins zu eins in diese Richtlinie zu kopieren. Ja, also was jetzt in der ATAD drinsteht als Artikel 4, das ist im Prinzip die deutsche Zinsschranke. Ja, das hat man also tatsächlich hinbekommen, die nahezu eins zu eins in die ATAD hinein zu kopieren. Ja, und damit ist das Ganze, wenn man so will, unionsrechtlich sanktioniert. Ja, jedenfalls ab Inkrafttreten der ATAD. Es gibt tatsächlich Vertreter der Finanzverwaltung, die sagen, nein, das hat Rückwirkung. Ja, Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Erlasses der Zinsschranke. Das ist aber sicherlich nur mit allerlei Akrobatik zu begründen. Jedenfalls aber tatsächlich für den Zeitpunkt ab Inkrafttreten der ATAD, also der EU-Richtlinie, hat man da wohl eine sanktionierende Wirkung, jedenfalls was das nationale Verfassungsrecht anbelangt. Ja. Dazu komme ich dann gleich noch. Ja, was sagt also der Artikel 4 der ATAD? Überschüssige Fremdkapitalkosten sind in den Steuerzeitraum, in dem Steuerzeitraum, in dem sie angefallen sind, nur bis zu 30% des EBITDA, auch hier abzugsfähig. Ja, deutsche Zinsschranke. Abweichen von Absatz 1 kann dem Steuerpflichtigen Folgendes gewährt werden. Das Recht auf Abzug der überschüssigen Fremdkapitalkosten in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro. Die deutsche Zinsschranke sagt weniger, also Unterschied von einem Cent, aber sonst ist das auch die deutsche Zinsschranke. Dann das Recht auf vollständigen Abzug der überschüssigen Fremdkapitalkosten, sofern es sich bei dem Steuerpflichtigen um ein eigenständiges Unternehmen handelt. Und das bedeutet eigenständiges Unternehmen, nicht Teil einer zu Rechnungslegungszwecken konsolidierten Gruppe. Konzernfreies Unternehmen, ja, also auch hier die deutsche Zinsschranke, ein bisschen anders formuliert, aber in der Sache ist das die deutsche Zinsschranke. Wenn der steuerpflichtige Mitglied einer konsolidierten Gruppe ist, dann kommt er aus der Zinsschranke heraus, wenn ein günstiger Eigenkapitalvergleich gelingt, also das Verhältnis zwischen seinem Eigenkapital und seinem Gesamtvermögenswerten dem innerhalb der Gruppe entspricht, plus minus 2%, deutsche Zinsschranke. Alles entspricht inhaltlich vollumfänglich der deutschen Zinsschranke, mit Ausnahme dieses einen Cents, den Sie haben. Die deutsche Zinsschranke sagt bei der Freigrenze weniger als 3 Millionen und in der Richtlinie heißt es 3 Millionen. Ja?
Ja, dann auch Regelungen über einen Zinsvortrag und EBITDA-Vortrag. Das ist also identisch. Ja, welche, wir haben also, man kann sagen, eine mit 4H identische Regelung in der Richtlinie. Das heißt also, die Richtlinie verpflichtet nun alle Mitgliedstaaten, so etwas wie die deutsche Zinsschranke zu erlassen. Deutschland hat es schon, muss gar nichts umsetzen. Ja, Umsetzung durch Unterlassen sozusagen oder vorgeprescht Umsetzen, wenn man so will. Was ist jetzt die Konsequenz? Das Bundesverfassungsgericht sagt schon seit langem, schon so lange, könnte man sagen, so lange Rechtsprechung, dass keine Prüfung von Rechtsakten der Europäischen Union und auch nicht von nationalen Rechtsakten, die auf Rechtsakte der Europäischen Union ohne Umsetzungsspielraum zurückzuführen sind, prüft das Bundesverfassungsgericht nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, sondern führt nur so eine Art Willkürprüfung durch, aber jedenfalls keine vollumfängliche Prüfung am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes. Das ist die sogenannte solange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, mehrfach bestätigt. Und wenn man überhaupt einen Verstoß gegen die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie annimmt, wäre der jetzt für die Zukunft, also ab Inkrafttreten der ATAD, ebenfalls weggefallen nach dem Grundsatz lex posterior derogat legis legi priori. Ja. Ja, damit also jedenfalls ab Inkrafttreten der ATAD, der Richtlinie, in der die Zinsschranke drinsteht, keine Prüfung der deutschen Zinsschranke mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes. Das war ja die Intention im Prinzip auch dieser Aktion. Ja, man wusste ja, seit 2015 liegt die Zinsschranke beim Bundesverfassungsgericht und dann geht man, wann war es im Jahre 2016, geht man dann dahin und fügt auf EU-Ebene eine mit der deutschen Zinsschranke, die beim Bundesverfassungsgericht liegt, identische Regelung in die EU-Richtlinie ein, um der Prüfung am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes zu entkommen. Das ist rechtsstaatlich also auch ziemlich skandalös, muss man sagen. Ja, man weiß, das liegt beim Bundesverfassungsgericht, eine Missachtung im Prinzip der Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts, indem man quasi versucht, durch das Hochhieven auf die EU-Ebene die Prüfung des Bundesverfassungsgerichts zu blockieren. Und dann gab es auch Vertreter der Finanzverwaltung, die haben gesagt, das wirkt zurück. Das wirkt zurück auf den Zeitpunkt des Erlasses der Zinsschranke, der deutschen Zinsschranke. Ja. Das ist also schon ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Gut, also wenn man dieser so lange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt, kann man jedenfalls ab Inkrafttreten der Richtlinie nicht mehr den Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes anwenden. Und der deutsche Gesetzgeber dachte, jetzt ist er aus der Grundrechtsprüfung lästige Grundrechte, die seine Handlungsfreiheit beschränken, raus. Ist das so? Ist das tatsächlich so? Ja, aus der Prüfung nach den deutschen Grundrechten ist man dann tatsächlich raus mit der Zinsschranke. Ja, das ist richtig, wenn man dieser so lange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgt. Ja, aber was kann möglicherweise in Bezug auf die ATAD und damit auch in Bezug auf die deutsche Zinsschranke, die ja mit der ATAD übereinstimmt, was kann da als Prüfungsmaßstab eingreifen? Ja, es gibt die Grundfreiheiten. Da das Ganze aber gerade nicht auf grenzüberschreitende Vorgänge beschränkt ist, kommen Sie mit den Grundfreiheiten eher nicht weiter. Aber was gibt es noch auf EU-Ebene? Zum Glück muss man sagen, die Grundrechte der Grundrechtecharta. Ja? Und genau das könnte dann auch sozusagen die Rettung sein. Gerade im Dezember hat es eine wichtige Entscheidung des EuGH gegeben. Da hat der EuGH tatsächlich erstmals eine Einzelbestimmung in einer steuerlichen EU-Richtlinie, nämlich in dieser Richtlinie über die Einführung einer Mitteilungspflicht, für ungültig erklärt, wegen Verletzung von Grundrechten der EU-Grundrechtecharta. Ja, das ist also eine ganz wichtige Entscheidung des EuGH. Das hat die deutsche Finanzverwaltung tatsächlich in Abrede gestellt. Sie hat gesagt, nein, also wir müssen die Richtlinien nicht am Maßstab der Grundrechte oder Grundfreiheiten prüfen, sondern die Richtlinien sind doch nur Ausgestaltung des Primärrechts. Ja, da gibt es gar keine Prüfung. Man wollte also sozusagen, das ist tatsächlich in den USA, handhabt man das so. Ja, da sagt man also, wenn der Souverän sich selbst Steuern auferlegt durch das Parlament, aber der Souverän erlegt sich selbst Steuern auf, dann ist das ja per se gerechtfertigt. Ja, das ist ja ein Eingriff, den sich der Souverän sozusagen selbst auferlegt. Und das kann gar nicht verfassungswidrig, das kann gar nicht
gegen Grundrechte verstoßen. Ja, das ist also die sehr, sehr lockere Prüfung in den USA, was auch durchaus in der europäischen Tradition im 19. Jahrhundert man so gesehen hat. Das ist aber schon längst obsolet, jedenfalls für Deutschland und auch jetzt spätestens mit dieser EuGH-Entscheidung auch für die Europäische Union ist das obsolet, sondern die Richtlinien als Sekundärrecht müssen sich natürlich am Primärrecht messen lassen und damit auch an der Grundrechtecharta. Und wir haben in der Grundrechtecharta Artikel 20, das ist also die Parallelvorschrift zu Artikel 3.1 Grundgesetz. Das ist alles noch nicht konkretisiert, alles noch nicht ausgefüllt. Man weiß also nicht, was leitet der EuGH irgendwann mal aus Artikel 20 her. Ein Leistungsfähigkeitsprinzip für Steuerrecht, Nettoprinzip vielleicht sogar, das weiß man nicht. Ja? Aber wir haben Artikel 20 und der bildet eben eine Schranke. Wir haben eine Ungleichbehandlung, natürlich eine Ungleichbehandlung, weil bestimmte Unternehmen nach der Zinsschranke Zinsaufwendung nicht abziehen dürfen. Andere Unternehmen, die nicht unter die Zinsschranke fallen, dürfen es abziehen. Das ist eine Ungleichbehandlung. Dann stellt sich die Frage nach der sachlichen Rechtfertigung. Missbrauchsverhinderung? Nein, weil die Regelung überschießend ist, weil eben nicht nur typische Missbrauchsfälle erfasst werden, sondern jegliche Form von Fremdkapitalfinanzierung, solange kein Ausnahmetatbestand, kein Befragungstatbestand eingreift. Ja? Deswegen meine ich, diese Regelung lässt sich auf EU-Ebene nicht rechtfertigen. Das hatte der deutsche Gesetzgeber nicht im Blick. Es wurde, wie gesagt, von der deutschen Finanzverwaltung geleugnet, dass man überhaupt die Grundrechte auf Richtlinien im Bereich des Steuerrechts anwenden kann. Das hat aber jetzt der EuGH bestätigt. Und jetzt darf man eben sehr gespannt sein. Vermutlich wird der EuGH noch vor dem Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden haben, hoffe ich zumindest. Man wird also sehen, was der EuGH daraus macht. Aber mit dieser ganz wichtigen EuGH-Entscheidung vom 8. Dezember 2022 ist jetzt das Tor eröffnet zur Prüfung der steuerlichen Richtlinien am Maßstab der Grundrechte der Charta. Das ist also ganz wichtig. Und ich bin sehr gespannt, was daraus gemacht wird. Auch das Bundesverfassungsgericht hat mal in einer nicht steuerlichen Entscheidung gesagt, wir können auch solche nationalen Rechtsakte, die auf EU-Richtlinien zurückgehen, die keinen Umsetzungsspielraum lassen, die können wir auch am Maßstab der Grundrechte der Charta prüfen. Was daraus folgt, das ist aber noch unklar, ist auch umstritten. Bedeutet das, dass das Bundesverfassungsgericht dann vorlegen muss nach Artikel 267 AEUV, also ein Vorabentscheidungsverfahren durchführen muss? Das wird man sehen. Abgesehen davon, ich glaube, vom EuGH kann man sich da mehr erhoffen als vom Bundesverfassungsgericht. Insofern ist es wünschenswert, dass die Zinsschranke, jetzt also die unionsrechtliche Zinsschranke, mal vor dem EuGH, dem EuGH vorgelegt wird. Und dann wird man sehen, was der EuGH mit Artikel 20 der Grundrechtecharta macht. Ja, also das ist sehr im Fluss, dieses Thema. Das ist also jetzt das Zukunftsthema im europäischen Steuerrecht. Und ich habe das schon sehr früh gesagt. Andere haben gesagt, nein, das muss man nicht am Maßstab der Grundrechtecharta. Was ist die Grundrechtecharta? Die brauchen wir nicht. Aber das hat jetzt der EuGH klargestellt. Das ist also schon ein sehr wichtiger Schritt für den Grundrechtsschutz im europäischen Steuerrecht. So, ja, dann haben wir noch eine weitere Schranke, die Lizenzschranke. § 4j ESTG. Ja, da sagt man, war eigentlich nur eine Übergangsregelung. Jetzt kommt ja die Mindestbesteuerungsrichtlinie. Ich schaue mal, ob ich die auch noch an irgendeiner Stelle einbaue. Da wird jetzt gerade das Gesetz zusammengezimmert. Und diese Mindestbesteuerungsrichtlinie, die muss sich natürlich auch am Maßstab der Grundrechtecharta messen lassen. Und da haben wir allein schon deswegen eine Ungleichbehandlung, weil diese Mindestbesteuerung ja nur für Unternehmen mit einem Umsatz von 750 Millionen gelten soll, Unternehmensgruppen. Ja, und natürlich ist es eine Ungleichbehandlung, ob man das rechtfertigen kann. Man darf gespannt sein. Ja, also 4J, das ist eine Übergangsregelung. Da habe ich gehört, die soll jetzt wohl dann wieder wegfallen, wenn diese Mindestbesteuerung kommt. Momentan haben wir aber noch den 4J und der sagt Folgendes. Aufwendungen für die Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten, insbesondere von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten und so weiter, sind ungeachtet eines bestehenden Abkommens zur Vermeidung Doppelbesteuerung, Treaty Override, Bundesverfassungsgericht gesagt, in Ordnung, nur nach Maßgabe des Absatzes 3 abziehbar, wenn die Einnahmen des Gläubigers einer von der Regelbesteuerung abweichenden niedrigen Besteuerung nach Absatz 2 unterliegen, Präferenzregelung und der Gläubiger eine dem Schuldner nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 ASTG, das sind unter anderem in einem Konzern verbundene Gesellschaften.
Also die Lizenzzahlungen können ebenfalls nur eingeschränkt in Abzug gebracht werden. Wenn Sie sich erinnern, was ich Ihnen zu dieser BEPS-Problematik gesagt habe, also eine Form von BEPS ist eben diese Fremdkapitalfinanzierung, Zinszahlungen, eine andere Form sind aber Lizenzzahlungen. Das heißt, eine Muttergesellschaft, die zum Beispiel in den Niederlanden ansässig ist, Starbucks zum Beispiel heißen könnte, die hat Tochtergesellschaften in anderen EU-Mitgliedstaaten, zum Beispiel in Deutschland. Ja, und die Tochtergesellschaften bekommen dann Lizenzen, die sie berechtigen, dieses gesamte System von Starbucks zu verwenden, das Logo, die Zubereitungsart, Ausstattung etc. etc. Das darf dann verwendet werden und dafür muss eine Lizenzgebühr gezahlt werden. Ja, die zahlt also die deutsche Tochtergesellschaft zum Beispiel an die niederländische Muttergesellschaft. Und diese Lizenzzahlungen sind abzugsfähige Betriebsausgaben. Das heißt also, auch mit solchen Lizenzzahlungen kann die Tochtergesellschaft im Hochsteuerland Deutschland zum Beispiel ihr steuerliches Einkommen, ihren steuerlichen Gewinn mindern. Das Ganze wird verschoben in die Niederlande, die eigentlich jetzt auch kein so niedriges Steuersystem haben. Aber da gibt es eine Besonderheit und das ist die sogenannte Patentbox oder Lizenzbox. Das heißt, die haben eine präferentielle Besteuerung für Einkünfte aus Lizenzen, aus geistigem Eigentum. Ja? Damit will man die Entwicklung geistigen Eigentums, damit will man Innovationen, Erfindungen fördern. Ja? Aber natürlich wird so etwas dann auch als Steuersparmodell verwendet und dem wollte man eben mit dieser Lizenzschranke entgegentreten. Ja? Da gibt es auch eine Empfehlung in diesem Anti-BEPS-Aktionsplan der OECD G20 von 2013. Dem wollte die EU nicht folgen. Das leuchtet auch ein, weil es einige EU-Mitgliedstaaten gibt, die diese Patent- oder Lizenzboxen haben. Die wollten das natürlich nicht mittragen, aber Deutschland hat dann im Alleingang den 4J-ESTG eingeführt. Dafür gibt es also keine unionsrechtliche Grundlage. Ja, das zielt also ab auf die Konstellation, die ich geschildert hatte, dass wir Lizenzzahlungen in ein Land mit einer präferentiellen Besteuerung haben im Sinne von 4J-Absatz 2. Eine niedrige Besteuerung liegt vor, wenn die von der Regelbesteuerung abweichende Besteuerung der Einnahmen des Gläubigers oder des Weiteren und so weiter und so weiter zu einer Belastung durch Ertragsteuern von weniger als 25% führt. Ja, das versteht man also unter präferentieller Besteuerung. Und wenn man eben solche Lizenzzahlungen in ein Land mit präferentieller Besteuerung im Sinne des Absatzes 2 hat, dann können die Lizenzzahlungen eben nur insoweit abgezogen werden, das ergibt sich aus dieser Rechenformel in 4J Absatz 3. Also es wird gewissermaßen fingiert, einen Steuersatz von 25% für diese Lizenzzahlungen und bis dahin dürfen sie abgezogen werden, darüber hinaus nicht. Ja, das ist also die Lizenzschranke. Und diese Wege will man der Nutzung von solchen präferentiellen Systemen für Lizenzzahlungen zu Zwecken der Steuervermeidung entgegentreten. Ja, dann gibt es noch eine Ausnahme in 4J. Das gilt nicht, wenn, das will ich auch noch erwähnen, weil das auch nicht ganz unproblematisch ist, dass also als präferentielles Steuersystem wird es nicht angesehen, wenn das Besteuerungssystem in dem Land, in das die Lizenzzahlungen gezahlt werden, dem sogenannten Nexus-Ansatz gemäß Kapitel, das ist also 4H Absatz 1 am Ende, 4J Absatz 1 am Ende, dem Nexus-Ansatz wirksamere Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken unter Berücksichtigung von Transparenz und Substanz, OED G20-Projekt und so weiter, entspricht. Ja, wenn man also ein präferentielles Steuersystem hat, das diesem Ansatz entspricht, dann fällt das nicht unter diese Lizenzschranke. Was ist aber das Problem bei diesem Nexus-Ansatz und dem Regelwerk, auf das verwiesen wird? Das gibt es offiziell gar nicht in deutscher Sprache. Ja, man weist also auf ein Regelwerk hin, das ist jedenfalls im Originaltext, so gibt es eine Übersetzung natürlich, aber es gibt keinen offiziellen Text in deutscher Sprache, geschweige denn, dass der deutsche Gesetzgeber dieses Regelwerk erlassen hätte. Ja? Das ist also ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip, denn wir brauchen für steuerliche Belastungen und Regelungen, die drumherum sich bewegen, um diese steuerliche Belastung herum, brauchen wir natürlich eine Entscheidung des deutschen Gesetzgebers, des deutschen Parlaments, die wir nicht haben. Noch nicht mal in deutscher Sprache, noch nicht einmal in deutscher Sprache, jedenfalls nicht offiziell. Ja, das also
schon bemerkenswert, was man da zusammengeschustert hat. Ja, das also nochmal die Konstellation, die der Gesetzgeber hier im Auge hat, dass wir also Lizenzzahlungen in ein Land mit einer solchen präferentiellen Besteuerung von Einkünften aus Lizenzen, also Lizenzeinnahmen, haben sogenannte Patentboxen oder Lizenzboxen. Das hat man zum Beispiel in den Niederlanden, das hat man in Luxemburg. Und Sie sehen in den Niederlanden zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die das geändert haben, kann sein, in den Niederlanden kam man da zu einer Steuerquote von nur 5%, ja, im Vergleich zu regulär bei der Unternehmensbesteuerung 25%. Ja, was ist zur Lizenzschranke zu sagen? Auch hier haben wir natürlich eine Ungleichbehandlung. Es können erwerbsbezogene Aufwendungen nicht, jedenfalls nicht in voller Höhe in Abzug gebracht werden. Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip, gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip. Die Leistungsfähigkeit ist ja tatsächlich durch die Lizenzzahlung gemindert. Wir haben das Prinzip der Subjektbesteuerung. Wir schauen uns nicht den gesamten Konzern an, sondern nur das einzelne Unternehmen. Und das hat eben eine geminderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, weil es Lizenzen zahlt, und zwar im Rahmen seiner Erwerbstätigkeit. Damit also eine Abweichung zunächst einmal vom objektiven Nettoprinzip, vom Leistungsfähigkeitsprinzip. Die Frage ist wiederum die der sachlichen Rechtfertigung. Das würde voraussetzen, dass wir hier den Fall der Missbrauchsbekämpfung haben. Aber ähnlich wie die Zinsschranke ist die Regelung des 4J zu unspezifisch. Das heißt, sie ist nicht exakt auf Missbrauchsfälle, auf echte Missbrauchsfälle zugeschnitten, sondern geht weit darüber hinaus, erfasst auch sozusagen normale, unbedenkliche Fälle von Lizenzzahlungen und ist damit verfassungswidrig. Hier haben wir in vollem Umfang die Prüfung am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes, weil wir keine unionsrechtliche Vorgabe haben. Diese Regelung ist verfassungswidrig. Man will sie wohl jetzt abschaffen, dadurch, dass die Mindestbesteuerung kommt. Mindestbesteuerung 15%. In der Lizenzschranke steht 25%. Und genau das war auch der Steuersatz, den Deutschland ganz gerne auf OECD G20-Ebene durchgesetzt hätte. Das hat allerdings nicht funktioniert, sondern man musste sich dann mit den 15% bei der Mindestbesteuerung begnügen. Ja, das also zur Lizenzschranke, ebenfalls verfassungsrechtlich hochproblematisch. Und dann haben wir noch eine hochkomplexe Regelung in Gestalt des 4K ESTG, die wiederum auf eine unionsrechtliche Vorgabe zurückgeht, nämlich wiederum auf die ATAD 4K. Ja, das also auch, wenn man so will, ein besonderer Leckerbissen der Regelungskunst. Das beruht auf Artikel 9.9a der ATAD. Die kommen relativ schlank daher. Was der deutsche Gesetzgeber daraus gemacht hat, das können Sie dann in 4K durchlesen, eine Regelung, bei der man sich einig ist, die ist gar nicht handhabbar. Die ist so komplex, die ist eigentlich gar nicht in der Praxis handhabbar und wird deswegen auch scharf kritisiert. Ja, worum geht es hier? Um Inkongruenzen, inkongruente Besteuerungsregelungen. Und man muss sich also die einzelnen Absätze des 4K anhand von Beispielen veranschaulichen, weil man sonst gar nicht weiß, was da gemeint ist und was der Gesetzgeber da überhaupt im Blick hat. Auch 4K versteht sich ausdrücklich als Abkommensüberschreibung. Paragraph 4K Absatz 7 sagt, die Absätze 1 bis 6 sind ungeachtet der Vorschriften eines DBA anzuwenden, also wieder ein Treaty Override, eine Abkommensüberschreibung. Aber nachdem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist in Ordnung, ist natürlich der deutsche Gesetzgeber hier völlig frei und ein Stück weit außer Rand und Band geraten, macht jetzt also am laufenden Band Treaty Overrides. 4K, noch eine Einschränkung des Anwendungsbereichs, § 4K Absatz 6, der jeweilige Tatbestand muss zwischen nahestehenden Personen im Sinne des 1 Absatz 2, unter anderem sind das im Konzern verbundene Gesellschaften, oder zwischen einem Stammhaus und seiner Betriebsstätte verwirklicht werden, oder es liegt eine strukturierte Gestaltung vor. Das will ich jetzt beiseite lassen. Also auch hier ist der Anwendungsbereich im Wesentlichen auf Konzernstrukturen beschränkt. So, was sagt jetzt im Einzelnen der 4K? Ich will aber nur einzelne Absätze herausgreifen. 4K Absatz 1 regelt hybride Gestaltungen bei der Nutzung und Übertragung von Kapitalvermögen.
Ja, 4K Absatz 1 sagt, Aufwendungen für die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Übertragung von Kapitalvermögen sind insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entsprechenden Erträge aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Qualifikation oder Zurechnung des Kapitalvermögens nicht oder niedriger als bei dem deutschen Recht entsprechender Qualifikation oder Zurechnung besteuert werden. So, damit kann zum Beispiel folgende Sachverhalt gemeint sein. Eine beim inländischen Steuerpflichtigen grundsätzlich als Betriebsausgabe abziehbare Zinszahlung, damit wird also im Inland der Gewinn verkürzt, wird vom Staat des Gläubigers, des Empfängers dieser Zahlung, nicht als Vergütung für die Überlassung von Fremdkapital, damit nicht als Teil des Gewinns angesehen, sondern als Gewinnausschüttung und das wäre also als Vergütung für die Überlassung von Eigenkapital. Und das ist in der Regel wirkt sich also nicht auf den steuerlichen Gewinn aus. Ja? Also Dividenden unterliegen einem besonderen Besteuerungsregime und werden also anders behandelt als die Vergütung für Fremdkapital. Es kann sogar sein, dass Dividenden vollständig steuerfrei sind oder zumindest zum Großteil steuerfrei. Denken Sie etwa an den 8b KSCG. Ja, da haben wir eine Steuerbefreiung für Dividenden, das heißt Vergütungen für Eigenkapital, für die Eigenkapitalüberlassung von 95%. Und sowas kann man dann eben auch im Ausland haben, ist auch sehr häufig im Ausland der Fall. Das heißt also, wir haben eine deutlich günstigere Besteuerung, wenn das im Ausland eben nicht als Vergütung für die Überlassung von Fremdkapital gewertet wird, sondern als Vergütung für die Überlassung von Eigenkapital. Das heißt, wir haben da eine divergente, eine inkongruente Behandlung des überlassenen Kapitals. Im Inland wird das als Fremdkapital behandelt. Das heißt, wir haben Fremdkapitalvergütungen, die sind als Betriebsausgaben abziehbar, verkürzen den Gewinn im Inland. Im Ausland wird das Ganze aber als Eigenkapital angesehen und dementsprechend nicht oder jedenfalls deutlich günstiger besteuert. Ja, das ist also die Problematik, die der Gesetzgeber hier sieht. Und in diesem Fall ist es dann eben nach dem 4K Absatz 1 so, dass diese Aufwendungen nicht abziehbar sind, nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Ja. Da macht sich also der deutsche Gesetzgeber ein bisschen Sorgen sozusagen um das Steueraufkommen des anderen Staates. Er sagt also, eigentlich müsste der andere Staat das doch als Vergütung für Fremdkapital besteuern, ja, als Teil des Gewinns besteuern. Und im Prinzip verfolgt der 4K Absatz 1 das Ziel, dem anderen Mitgliedstaat zu sagen, du musst es eigentlich anders besteuern. Und um dich in diese Richtung zu lenken, versagen wir im Inland den Betriebsausgabenabzug, den wir eigentlich machen würden. Das heißt, wenn der andere Staat sich so verhalten würde, wie Deutschland das als richtig erachtet, nämlich das als Fremdkapital behandelt, dann würde der andere Staat besteuern. Dann bestünde für den 4K Absatz 1 ja gar keine Notwendigkeit. Eine ganz komische Regelung, ja, dass man also sozusagen das Steueraufkommen des anderen Staates eigentlich schützen möchte. Ob das verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden kann. Und das ist so im Detail nicht von 9a der Richtlinie vorgegeben. Die sind also, wie gesagt, sehr allgemein gefasst. Der deutsche Gesetzgeber hat das ja in deutscher Perfektion sehr fein ausgearbeitet. Ob das aber alles verfassungskonform ist, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ja, das also inkongruente Behandlung von Kapital, in dem einen Staat als eigen, in dem anderen als Fremdkapital. Konsequenz aus Perspektive des deutschen Rechts, 4K Absatz 1, ein Abzugsverbot. Ja, klarer Verstoß gegen das objektive Nettoprinzip. Das ist eben die Frage, in welchem Umfang kann man den 4K am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes prüfen? Wir haben da also, wie gesagt, in 9.9a keine detaillierten Vorgaben. Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage. Wahrscheinlich wird man da schon eine Prüfung, weil da ein Ermessensspielraum des deutschen Gesetzgebers bestand, muss man da schon eine gewisse Prüfung am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes durchführen. Und da wird vieles vor Artikel 3.1 Grundgesetz keinen Bestand haben können. Ja, 4K Absatz 2, hybride Rechtsträger. 4K Absatz 2 sagt, soweit nicht bereits die folgenden Absätze sind dann immer subsidiär im Verhältnis zu den jeweils anderen Absätzen, soweit nicht bereits die Voraussetzungen in Absatz 1 vorliegen, sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Also wir haben ein Abzugsverbot. Ja? Das ist also die Aussage des 4K. Wir haben dann immer in diesen Fällen der steuerlichen Inkongruenzen ein Abzugsverbot als Betriebsausgaben nach inländischem Recht. Sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die den Aufwendungen entsprechenden Erträge aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung des Steuerpflichtigen oder aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen Beurteilung von und so weiter und so weiter, so
in keinem Staat einer tatsächlichen Besteuerung unterliegen. Das kann damit zum Beispiel gemeint sein, wir haben die in Land A ansässige A-Co, also eine Gesellschaft, die ein Darlehen an die, das ist also eine Personengesellschaft, die ein Darlehen an die GmbH 1 vergibt. Die Zinszahlungen der GmbH an diese Personengesellschaft im Ausland sind für deutsche steuerliche Zwecke grundsätzlich als Betriebsausgaben abzugsfähig und können aufgrund einer Organschaft mit etwaigen Einkünften der GmbH 2 berechnet werden. Aus Sicht des Landes A handelt es sich bei der GmbH 1 aber um einen für steuerliche Zwecke transparenten Rechtsträger. Ja, das kann also durchaus vorkommen, dass das eine Land einen Rechtsträger als transparent, das andere als intransparent beurteilt. Dies hat zur Folge, dass das Darlehen für steuerliche Zwecke des Landes A gar nicht existiert, ja, weil eben die GmbH 1 transparent ist. Ja, das wäre also aus Sicht des Landes A ein Darlehen innerhalb einer derselben Person, wenn man so will. Ja. Das existiert also gar nicht und damit auch die Zahlungen der GmbH 1 an die A-Kompanie im Land A keiner Besteuerung unterliegen. Ja, da folgt also aus der inkongruenten Behandlung eines bestimmten Rechtsträgers in einem Land als transparent, im anderen Land als nicht transparent, dass bestimmte Erträge nicht in keinem Land besteuert werden, wie in dieser Konstellation. Sie wären aber an sich in Deutschland als Betriebsausgaben abzugsfähig, werden aber woanders nicht besteuert. Also die Erträge werden woanders nicht besteuert. Das gefällt dem deutschen Gesetzgeber nicht und ja, es ist auch ein Stück weit vorgegeben eben durch die ATAT, 99a ATAT und deswegen wiederum ein Abzugsverbot. Das kann also ebenfalls nicht als Betriebsausgabe in Abzug gebracht werden. Ja, umgekehrt hybride Rechtsträger, das will ich jetzt mal beiseite lassen. Die Fälle werden jetzt immer komplizierter. Sie sehen ja, es ist immer kleiner gedruckt, immer komplizierter. Das vielleicht noch Paragraph 4 Absatz 4, mehrfache Berücksichtigung von Aufwendungen. Auch wieder Subsidiarität, soweit nicht bereits andere Absätze eingreifen, sind Aufwendungen auch insoweit nicht als Betriebsausgaben abziehbar, als die Aufwendungen auch in einem anderen Staat berücksichtigt werden. Doppelte Berücksichtigung von Aufwendungen, auch da soll es dann in Deutschland ein Abzugsverbot gelten. Da habe ich Ihnen auch ein Beispiel dazu gebracht. Das können Sie sich dann auch in Ruhe einmal anschauen. Und ja, imputierte Besteuerungsinkongruenzen, das sehen, da wird der Sachverhalt noch komplizierter. Das können Sie sich bei Interesse dann auch einmal anschauen. Ja, also auf solche Besteuerungsinkongruenzen reagiert man eben nach § 4k mit einem Abzugsverbot in Fällen, in denen wir eine doppelte Berücksichtigung von Aufwendungen haben, wie bei § 4a Absatz 4 oder eine Nichtbesteuerung der aus diesen Betriebs- oder mit diesen Betriebsausgaben korrespondierenden Erträge. In diesen Fällen reagiert eben der 4k mit einem Abzugsverbot für das deutsche Recht und das eben explizit nach 4k Absatz 7, auch in jenen Fällen, wo sich aus dem DBA etwas anderes ergäbe, also expliziter Treaty Override. Ja, auch hier die Frage, ist das mit höherrangigem Recht vereinbar? Hier hatte der deutsche Gesetzgeber einen Umsetzungsspielraum, das heißt also, man wird hier wohl nicht ganz aus der Grundrechtsprüfung rauskommen und da haben wir natürlich mit Artikel 3.1 Grundgesetz ein großes Problem und dann natürlich, soweit das Ganze tatsächlich auf unionsrechtliche Vorgaben, Artikel 9 und 9a da zurückzuführen ist, haben wir jetzt bestätigt durch den EuGH die Prüfung am Maßstab der Grundrechte der EU-Grundrechtecharta. Und auch da darf man gespannt sein, ob diese Regelung der Prüfung standhält. 4k, hochkomplex und deswegen meines Erachtens auch ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot. Und insoweit wird man wohl von einer autonomen Entscheidung des deutschen Gesetzgebers ausgehen können, weil das so detailliert eben in Artikel 99a gar nicht vorgegeben war. Das heißt also, wir hätten dann nach innerstaatlichem Recht eine Prüfung, Artikel 20.3 Grundgesetz, Bestimmtheitsgrundsatz und meines Erachtens ist der hier verletzt. Ja, das also zu diesen speziellen Abzugsverboten, speziell für den betrieblichen Bereich. Und all diese Abzugsverbote 4H, JK sind hochproblematisch, verfassungsrechtlich, unionsrechtlich hochproblematisch. Und also mal schauen, was da die Zukunft bringt. Bundesverfassungsgericht, EuGH, da bin ich sehr gespannt.
Ja, dann Entnahmen und Einlagen. Darüber hatten wir schon gesprochen. Das sind Vermögensbewegungen zwischen dem nichtbetrieblichen, insbesondere privaten und dem betrieblichen Bereich. Und Paragraph 4h, Paragraph 4, Zinsschranke lassen wir jetzt beiseite, schlimm genug. Zinsschranke, nein, also Paragraph 4, Absatz 1, Satz 1. Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres. Dieser Unterschiedsbetrag als Ausgangsgröße, aber vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen. Entnahmen werden in 4 Absatz 1 Satz 2 legal definiert. Alle Wirtschaftsgüter, Barentnahmen, Warenerzeugnisse, Nutzungen und Leistungen, die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Ja, also eine Überführung aus dem betrieblichen in den nicht betrieblichen, insbesondere in den privaten Bereich. Und die Einlage, der umgekehrte Vorgang, Paragraph 4 Absatz 1 Satz 8. Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter, Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres zugeführt hat, aus dem nicht betrieblichen, privaten in den betrieblichen Bereich. Ja, solche Vermögensbewegungen ändern an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen nichts. Die ist eben durch den Hinzuerwerb und durch die Wirtschaftsgüter, die im Betriebsvermögen vorhanden sind, schon zum Ausdruck gekommen. Und der Umstand, dass man aus dem nicht betrieblichen Bereich zusätzlich etwas in den betrieblichen überführt oder etwas entnimmt, das ändert an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nichts. Das sind Vermögensbewegungen zwischen, unter Umständen sogar innerhalb einer derselben Person, jedenfalls zwischen zwei verschiedenen Vermögenssphären. Und die ändern an der einmal zum Ausdruck gekommenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nichts. Das heißt also, um diese Entnahmen und Einlagen muss dieser Unterschiedsbetrag bereinigt werden. In der Weise, dass Entnahmen hinzugerechnet werden, Einlagen in Abzug gebracht werden. Ja, das regelt also der 4 Absatz 1, Satz 1, Halbsatz 2. Bei Einzelunternehmen ist das ein Vorgang innerhalb sozusagen ein und derselben Person. Es sind nur unterschiedliche Vermögenssphären derselben Person, aber dementsprechend kein Rechtsgeschäft. Ja, eine Person kann ja mit sich selbst kein Rechtsgeschäft vornehmen. Bei Personen- und Kapitalgesellschaften, da haben wir ja einen eigenen Rechtsträger in Gestalt eben der Personen- oder Kapitalgesellschaft. Und da haben wir dann dementsprechend auch einen rechtsgeschäftlichen Vorgang. Ja, Entnahmen, alle Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige den Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Und der 4 Absatz 1 Satz 2 nennt in diesem Klammerzusatz ausdrücklich die Barentnahme. Das heißt, das ist nicht also ganz wörtlich zu verstehen, sondern gemeint ist natürlich auch Buchgeld. Das heißt also, es wird von dem Geschäftskonto etwas aufs Privatkonto überwiesen oder man nimmt aus dem Bargeldbestand des Unternehmens etwas für private Zwecke. Das ist die Barentnahme. Daneben gibt es auch die Sachentnahme. Das ist eine Entnahme von anderen Wirtschaftsgütern als Geld. Das können bewegliche Sachen, Waren sein, Erzeugnisse sein. Auch das wäre als Entnahme zu werten. Bei der Barentnahme hat man ja immer die Bewertung mit dem Nominalwert des betreffenden Geldbetrages. Im Übrigen muss man eine Bewertung vornehmen, und zwar im Grundsatz mit dem Teilwert. Dazu kommen wir dann gleich. Ja, Sachentnahme, Nutzungsentnahme, das sind Gebrauchsvorteile, etwa in der Weise, dass man ein zum Betriebsvermögen gehörendes Fahrzeug privat nutzt. Ja, das wäre ein Nutzungsvorteil. Oder eine Leistungsentnahme, man lässt mit Mitteln des Unternehmens bestimmte Dienst- oder Werkleistungen für private Zwecke ausführen. Etwa der Inhaber eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens lässt seinen privaten Garten von Mitarbeitern seines Unternehmens bearbeiten. Das wäre eine solche Leistungsentnahme in Gestalt einer, in diesem Fall, Werkleistung. Diese Entnahmen sind dem Unterschiedsbetrag hinzuzurechnen, ja, weil eben durch die Entnahme die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die ja das Steuerrecht erfassen will, nicht verändert wird, nicht vermindert wird. Die sind hinzuzurechnen und zwar, wie ich schon gesagt habe, im Grundsatz mit dem Teilwert. Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 4 EStG, Entnahmen sind im Grundsatz mit dem Teilwert zu bewerten, Teilwert im Sinne des Paragraphen 6
Absatz 1, Nummer 1, Satz 3. Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, wobei von der Fortführung des Betriebs auszugehen ist. Ja, das heißt also, es kommt nicht auf den Einzelveräußerungswert an, sondern es ist immer der anteilige Geschäfts- oder Firmenwert mit zu berücksichtigen bei der Bemessung des Teilwerts. Und § 6 Absatz 1 Nummer 4 sagt, Entnahmen des Steuerpflichtigen sind im Grundsatz mit dem Teilwert anzusetzen. Dann gibt es aber Sonderregelungen für den Fall dieser Nutzungsentnahme in Gestalt der Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs für private Zwecke. Da haben wir eine Sonderregelung in den Sätzen 2 und 3. Die private Nutzung des Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50% betrieblich genutzt wird, kann entweder mit 1% des inländischen Listenpreises oder aber alternativ für Elektrofahrzeuge gibt es da spezielle Vorschriften. Da haben wir also Sonderregelungen für die Bewertung der Nutzungsentnahme durch private Fahrten mit einem betrieblichen Fahrzeug. Bei den Einlagen haben wir es mit dem gegenläufigen Vorgang zu tun, nämlich Überführung aus dem privaten in den betrieblichen Bereich. Aber Einlagen können nur Wirtschaftsgüter sein. Das heißt also, die betreffende Position, die man aus dem nicht betrieblichen in den betrieblichen Bereich überführt, das muss die Voraussetzungen als Wirtschaftsgut erfüllen. Und das trifft deswegen auch in diesem Klammerzusatz bewusst beschränkt nur bei Bar- und Sacheinlagen zu. Ja, Sacheinlage kann also alles sein, was nicht Geld ist. Es kann auch eine Forderung sein, also Sache in einem weiten Sinne, wirtschaftlichen Sinne zu verstehen. Natürlich bewegliche Sachen, unbewegliche Sachen, aber es können eben auch Forderungen sein. Nicht einlagefähig sind Nutzungen und Leistungen. Das sind nicht gegenständliche Vorteile, die keinen Vorteil über das Wirtschaftsjahr hinaus begründen. Und das ist ja ein wesensnotwendiges Merkmal von sowohl Vermögensgegenständen als auch Wirtschaftsgütern. Sie müssen einen über den betreffenden Zeitraum des Geschäftswirtschaftsjahr hinausgehenden Vorteil begründen. Nutzungen und Leistungen sind dagegen, nachdem man sie einmal in Anspruch genommen hat, quasi verpufft, sind nicht gegenständlich, nicht körperlich, verbleiben also nicht im Unternehmen, begründen keinen über den Zeitpunkt ihrer Erbringung hinausgehenden Vorteil und sind dementsprechend nicht einlagefähig. Ja, da haben wir also eine Beschränkung im Vergleich zu den Entnahmen. Die Einlagen führen zwar bei handelsbilanzrechtlicher Betrachtung zunächst einmal dazu, dass man mehr Aktiva hat. Ja, wenn es ein Vermögensgegenstand ist, der hinzukommt, hat man mehr Aktiva. Aber sie erhöhen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht, weil sie ja nicht das Resultat der Betätigung auf einem externen Markt sind, sondern aus dem privaten Bereich hinzugekommen sind, ohne dass das Unternehmen seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gesteigert hat. Deswegen sind sie vom Unterschiedsbetrag abzuziehen und auch die Einlagen sind im Grundsatz nach § 6 Absatz 1 Nummer 5 mit dem Teilwert zu bewerten. Das gilt also auch für die Entnahmen, für die Einlagen. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen. Ja, abschließend dazu noch ganz kurz ein Beispiel. Wir ermitteln zunächst einmal durch den bilanziellen Betriebsvermögensvergleich den Unterschiedsbetrag, ja, also Eigenkapital 2021 und dann haben wir 2022 40.000, also weniger Eigenkapital, aber wir müssen dann eben die Einlagen hinzurechnen, die Einlagen in Abzug bringen, die Entnahmen hinzurechnen und kommen dann auf den eigentlichen Gewinn. So, an der Stelle machen wir dann in der nächsten Woche weiter. Wir sehen uns nächste Woche dann zur gewohnten Zeit wieder. Alles Gute.